Ja, wir kommen gerade zurück von einer Geburtstagsfeier, 3 Jahre. Der dritte Geburtstag von unserem jüngsten Enkel, der wurde jetzt nochmal mit uns gemeinsam zelebriert, und Geburtstagskuchen und Geburtstagskerzen und wie heißt diese Wunderkerze dann auch, ne? Ja. Das ist schon berührend, so zu erleben, wie er sich da freut auch und das so für sich in Anspruch nimmt, dass es sein Geburtstag ist, ne? Und seine Geschenke und hoch soll er leben. Ja, man durfte dann zum Schluss auch noch mit dem Opa, noch mit dem Auto sich ins Auto setzen und Da merkt man auch die Fortschritte. Ich habe schon lange nicht mehr mit ihm im Auto gesessen. Also A will er dann nicht mehr auf dem Schoß sitzen, sondern alleine dann daneben sitzen. Und während er sonst immer nur das Fenster runtergekriegt hat, aber nicht hoch, weil man da so ein Mechanismus ist, wo man die Taste nach hinten drücken muss. Das hat er jetzt auch gelernt. Das hatte ich ihm jetzt einmal gezeigt. Und vorher hat er da immer Probleme gehabt. Da merkt man immer wieder, wie er sich dann immer weiter Neues aneignet, eignet und ne? Und fortentwickelt und auch natürlich immer so diesen Wunsch, wahrscheinlich erwachsen zu sein, weil nur die groß Erwachsenen, zu den die Großen Großen. zu gehören, die vorne sitzen dürfen, ne? Ach Auf dem so. Nachbarsitz. Freier darf ja jetzt auch schon vorne sitzen. Auf dem Nachbar, die ist ja auch jetzt gekommen, auf dem großen Auto, auf dem Vordersitz. Ja, das ist schon witzig. Ja, und auch so von den Geschenken her, er lässt sich vorlesen und er fängt an zu schreiben. Und jetzt, so er hat von uns so ein kleines Holzpuzzle bekommen. Da hat er auch Freude dran. Wobei er so vom der Krippe er nur dieses Einsetzen von fehlenden Teilen. Das ist natürlich die Vorstufe, die noch leichter ist, als so Teile aneinander zu fügen. Aber das möchte er dann auch schon mit uns zusammen machen. Das taugt ihm auch. Und ja, dann hat er seine Spielautos, die er dann belädt mit Legosteinen und dann durch die Gegend fährt und dann den Berliner Bus. Ne? Das waren so ich glaube, mit so die wichtigen Sachen und bei dem Geburtstagskuchen dann die Smarties runternaschen dürfen und die Kerzen auspusten dürfen. Das gehört, glaube ich, für ihn auch ganz, ist für ihn, glaube ich, auch ganz wichtig. Und er hat viel, ja, sich auch so selber beschäftigt, ne? Mit jetzt in der Zeit, wo wir da waren. Naja, er saß schon doch hauptsächlich doch bei uns, ne? Also, ja. Naja, jetzt ohne, ja, wie sagt man, jetzt ohne ungeduldig zu sein, ne? Nee, das stimmt. Also er hat gern diese verschiedenen Puzzles gemacht. Und Sein Gecko-Käfer, der keine Flügel hat und zwei Beinchen zu wenig. Eigentlich ist das eine komische, Figur, aber so werden ja. halt die Tiere auch verniedlicht von den Firmen, die sie herstellen. Ja. Weil mit 6 Beinen, da weiß ich auch nicht, ob ich den dann haben wollte. Sechs So hat er. vermenschlicht, ja. Ja, so ist es eher ein Teddybär im Marienkäferanzug. Ja, Marienkäferkostümchen. So, ja. Ja, dann hat Ralf sich gewünscht, einen Tag in der Woche auch so ohne Online-Banking. Ja, weil sie, naja, nee, ja, sicher. Dann kaum waren wir wieder zu Hause, da war der Barbara schon wieder im Online-Banking, waren zwar ein paar wichtige Sachen zu machen, aber es hat doch alles hat seine Zeit, sage ich da wieder, wie bei Colette. Es gibt eine Zeit für Online-Banking und es gibt eine Zeit für unsere Paarbeziehung. Ja.
Freier. Die ist ja ständig. Und wir wollen ja auch schauen, ob wir in 2 Wochen dann das an dem Wochenende die Kleinen nehmen, ja, damit die Eltern so an ihrem oder ihren Hochzeitstag mal auch außerhalb sich ausklinken können. Mal sehen, ob das bis dahin vielleicht möglich ist. Für ein Wochenende, dass die auch mal wegfahren können. Aber das kann man ja nicht. Ich sage das immer. Ja, können sie mal wegfahren. Aber es gibt ja keine Hotels oder man kann nicht einfach wegfahren, nee, höchstens mit dem Zelt. Ja, es ist schon wirklich schrecklich. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist eine merkwürdige Zeit, so würde ich vielleicht sagen. Ja, vor Mai, Juni machen diese Bungalow-Anlagen auch nicht auf. Da müssen wir mal uns schlau machen, ob es irgendwie was anderes gibt, was an so einem schönen Tag da zelebriert werden kann. Ja, also es ist so eine Idee, die wir haben. Aber die sind ja sehr Outdoor-begeistert, die beiden. Also die werden sie schon, wenn das Wetter schön ist, werden sie schon einen schönen Weg finden, vielleicht auf dem Berg hoch oder, ja, oder so etwas, ne? Ja, ja, und den, ja, es steht und fällt wirklich so mit diesen ganzen Picknickmöglichkeiten. Ich habe gerade an den Sattelbauern gedacht, da sind wir ja auch noch nicht zusammen gewesen. Ja, aber der hat auch zu, das hat die uns erzählt. Auch, die wurde da auch kontrolliert, da wäre wohl auch die Polizei vorbeigekommen beim Sattelbauer und hätte kontrolliert, dass sie da nicht offen hat. Das ist so eine ganz kleine, ja, fast Privatwirtschaft, die von einer älteren Dame, ja, was heißt geleitet, die ist die Privatwirtschaft und macht alles, ne? Noch so selber auch Käse. Genau, und leckeren Käse, das war so die Spezialität von ihr, den sie selber gemacht hatte. Genau. Ja, ja, und backt auch noch selber Kuchen, ne? Wenn man sich davor anmelden kann. Aber da könnte man ja mal fragen, ja, das stimmt auch. Naja, wenn da 2 Familien aufeinandertreffen und wir uns als eine Familie betrachten und der Sattelbauer sich als eine Familie. Dann das wäre dann so ein Privatbesuch. Ja, genau, da wäre ja die Bude da schon voll oder davor, ne? Ja, naja, gut, den Anruf könnten wir ja mal machen, vorausgesetzt, dass das kommt überhaupt so als gemeinsamer Ausflug in Frage. Wir haben davor so diverse Arzttermine, von daher ist die Gesundheit unsere ständige Begleitung und das hoffen wir für euch auch. In dem Sinne, Baba.